Wenn du deinen Verstand auf eine bestimmte Weise hältst, ist die Menge an zusätzlicher Energie, die du hast, enorm. Innerhalb von 3 Tagen können wir dir eine einfache Meditationsform beibringen, die deinen Stoffwechsel um etwa 24% senkt. Wenn du hier sitzt, hast du kein Körpergefühl. Davon geht aus, wie ein Yogi sitzt. Sadhguru, wir haben viele Geschichten von Menschen gehört, die in einen tiefen Zustand der Meditation eintreten und auf grundlegende menschliche Bedürfnisse wie Durst und Hunger für mehrere Monate verzichten. Aber die Wissenschaft sagt, dass ein Mensch ohne Wasser zu trinken innerhalb von 10 Tagen sterben kann. Kannst du uns bitte erklären, wie ein solcher Stoffwechselzustand erreicht werden kann? Dafür musst du deinen Verstand ein wenig biegen, denn so steht es nicht in deinem Lehrbuch. Vorgestern erst hat mir jemand eine Nachricht aus dem Yoga-Zentrum geschickt. Es gibt etwas, das Dhyana Linga genannt wird. Das kommt sehr häufig vor. Aber da es einer ausländischen Staatsangehörigen widerfuhr, wurde mir die Nachricht etwas besorgt geschickt. Diese Person ging also und saß um 7 Uhr morgens im Dhyana Linga, weil jeder, um dort zu sitzen, nur ein Zeitfenster von 15 Minuten bekommt wegen der Anzahl der Leute. Sie saß dort um 7 Uhr morgens. Bis 15 Uhr hat sie sich nicht bewegt. Wie viele Stunden sind das? 3 plus 8 Stunden. Sie saß dort einfach unbewegt. Sie hat nicht bemerkt, dass sie so lange gesessen ist. Sie dachte, dass sie für ein Zeitfenster von 15 Minuten sitzen wird. Also schickten sie mir eine Nachricht. Sadhguru, es ist so, sie hat sich nicht bewegt, sollten wir sie stören? Ich sagte, lass sie in Ruhe, es ist okay. So etwas kommt vor. Einmal passierte es, ich habe mich hingesetzt, vor langer Zeit. Ich dachte, das war damals auch für mich neu. Ich dachte, ich säße dort 25 bis 30 Minuten. Als ich meine Augen öffnete, war eine große Menschenmenge vor mir in einem Dorf. Girlanden um meinen Hals, sie versuchen alle an meinen Füßen zu ziehen. Ihr wisst schon, in Indien. Indien ist, was es ist. Und in dem Moment, als ich meine Augen geöffnet habe, will jemand etwas über seine Geschäfte wissen, jemand will wissen, wann seine Töchter heiraten werden, allerlei Dinge. Dann sagte ich, wo kommen die Idioten denn her? Sie sagen, du sitzt hier schon seit 13 Tagen. Und so, was also im System passiert, ist, was du fragst. Schau, gerade jetzt spreche ich. Wenn du meinen Puls überprüfst, liegt er irgendwo zwischen 55, 58 in dem Bereich. Wenn ich einfach nur ruhig sitze, wird er unter 40 fallen. Wenn ich mich einfach hinsetze und etwas tue, ohne Interaktion, zu reden, mich zu bewegen, wenn ich einfach nur sitze, wird er unter 40 fallen. Jetzt befindet sich dies in Ruhe. Dies wird keine unnötige Reibung im Inneren erzeugen. Die Energiemenge, die er verbraucht, ist daher sehr gering. Ihr alle seid Medizinstudenten, ihr wisst das, 20% der Energie im Körper wird von unserem Gehirn verbraucht, obwohl es höchstens 1,5 Pfund wiegt. So viel Körper verbraucht also 20% der Energie. So viel Körper verbraucht nur 80%. Wenn man das und das vom Gewicht her vergleicht, dann ist es 50 Mal mehr, viel mehr. Du musst also verstehen, wenn du deinen Verstand in einer bestimmten Weise hältst, dann ist die Menge an zusätzlicher Energie, die du hast, enorm. Denn du verbrauchst nicht unnötig, eine Energieverschwendung findet nicht statt. Das gilt für jedes System. Ob es ein Auto ist, ob es eine Maschine ist, ob es irgendetwas ist, wie reibungslos es läuft, so viel Energie wird sich reduzieren, nicht wahr? Alles, was mit großer Reibung geschieht, verbraucht enorme Mengen an Energie. Also physiologisch, psychologisch, energetisch, wenn du für eine reibungsfreie Funktion deines Systems sorgst, sinkt der Stoffwechsel und du funktionierst sehr effizient. Denn wenn du ihn hochfahren willst, hast du den ganzen Bereich, um ihn hochzufahren.
Wenn du ihn senken willst, ist es da. Im Moment ist der Spielraum, den die meisten Menschen mit sich tragen, sehr, sehr klein. Wenn man sie zur Aktivität drängt, werden sie völlig erschöpft. Tut man es nicht, wenn sie nichts zu tun haben, werden sie ausflippen. Wenn du nichts zu tun hast, flippst du aus, nicht wahr? In diesem Zustand wird er also nicht zurückgehen. Jetzt ist dein gesamter Verbrauch höher, einfach weil du auf einer höheren Drehzahl bist, das ist alles. Wir können, innerhalb von 3 Tagen, können wir dir eine einfache Form der Meditation beibringen, die deinen Stoffwechsel um etwa 24% senken wird. Dies ist der höchste Abfall, den man im bewussten Zustand der Meditativität haben kann. Wenn der Stoffwechsel darunter fällt, wirst du kein Körpergefühl haben. Wenn du hier sitzt, hast du kein Gefühl für den Körper. Davon geht aus, wie ein Yogi sitzt. Schau, wenn du dich hier hinsetzt, selbst wenn du keine Uhr hast, deine Beine, dein Rücken, dein Gesäß, alles zeigt die Zeit an, nicht wahr? Hallo? Du brauchst keine Uhr. Wenn du 3 Stunden lang hier sitzt, weißt du, dass du aufstehen musst. Der Körper weiß es. Jemand sitzt also Stunden oder Tage lang, weil es kein Körpergefühl gibt. Der Grund für das fehlende Körpergefühl liegt nicht nur im Stoffwechselrückgang. Es ist auch die Intensität deiner Energie, die keine biologische Energie ist. Eine andere Dimension der Energie ist völlig intensiv. Sobald sie den ganzen Körper durchdringt, hat man kein Körpergefühl mehr. Wenn ich in ein Kursprogramm gehe, 10 Stunden, 12 Stunden, bin ich der Einzige. Ich bin der Einzige, der ständig Wasser trinkt, aber ich bin auch der Einzige, der nicht auf die Toilette geht. Ich bin der Einzige, der keine Pause einlegt. Jeder, alle 2 Stunden machen sie eine Pause und kommen zurück. Einfach weil, wie sehr du mit deinem physiologischen Prozess identifiziert bist, bestimmt diese Dinge von Anfang an. Aber es gibt auch Sadhana. Da ist auch einiges an Arbeit, die mit deinem System durchgeführt werden sollte. Es mag also nicht jeder bereit sein, dieses Maß an Sadhana zu machen, aber jeder muss etwas Sadhana machen. Etwas, damit du das, was du tun willst, effektiv tun kannst. Was auch immer du in deinem Leben tun willst, du musst in der Lage sein, es so gut zu tun, wie du kannst. Was zum Teufel du tust, geht mich nichts an. Aber was zum Teufel du auch tust, du musst es gut machen, nicht wahr? Hallo? Du musst es gut machen. Das ist sehr wichtig für einen Menschen, dass wir es gut machen müssen. Dafür ist es also sehr, sehr wichtig, dass dein eigener Körper und dein eigener Verstand kein Hindernis sind. Dein eigener Körper und dein eigener Verstand bringen dich nicht ständig ins Stolpern. Sie müssen Plattformen sein, auf denen du stehst. Im Moment sind die Menschen darin eingesunken. Schau, das ist eine Plattform, sie ist gut. Angenommen, sie lässt dich einsinken, es ist kein guter Ort, um zu sitzen, um zu reden, nicht wahr? Sie hält uns oben, also ist sie gut. Dein Körper, dein Verstand sollten dich die ganze Zeit oben halten. Wenn das geschieht, wird deine Abhängigkeit von der Außenwelt abnehmen. Und auch Wasser wird nicht immer über den Mund konsumiert. Der Körper konsumiert Wasser auf so viele Arten. Wenn du das System auf eine bestimmte Weise aktivierst, konsumiert es Energie. Schau, in diesem Moment isst du Nahrung, trinkst Wasser, atmest Luft, alles wozu, um Energie zu erzeugen. Aber die Wissenschaft hat dir eindeutig bewiesen, dass es überall genug Energie gibt. Wenn du also in der Lage bist, Energie so aufzunehmen, wie sie ist, wenn du in der Lage bist, Energie zu absorbieren, wie ist das möglich? Das Wort Yoga bedeutet genau das. Das Wort Yoga bedeutet, dass du beginnst, die Grenzen deiner Individualität auszulöschen. Im Moment, das bin ich, das bist du, 100% klar, oder? Weil du denkst, dieser Körper bin ich, jener Körper bist du. Das ist eine klare Grenze. Mein Körper und dein Körper haben eine klare Grenze. Mein Verstand und dein Verstand haben auch weitgehend eine Grenze. Hier und da überschneiden wir uns vielleicht ein wenig. Aber es gibt nicht so etwas wie mein Leben und dein Leben. Hast du jemals Seifenblasen gepustet oder warst du schon in der Schule ein ernsthafter Junge? Nein? Hast du Seifenblasen gepustet?
Nehmen wir an, wir sitzen hier und pusten Seifenblasen. Du hast diese große Blase und ich habe diese große Blase. Jetzt sage ich, dies ist meine Blase, jene kleine Blase ist deine, das ist meine Blase. Puff, sie ist weg. Jetzt sage ich nicht, das ist meine Luft, das ist deine Luft. Das Leben ist genau so. Dies ist ein lebendiger Kosmos. Du hast ein wenig eingefangen, ich habe ein wenig eingefangen. Wie viel du einfängst, wird über die Bedeutung und die Qualität deines Lebens entscheiden. Ich möchte, dass du das klar verstehst. Wie viel vom Leben du eingefangen hast, wird das bestimmen. Du magst ein großes Gehirn haben, du magst einen riesigen Intellekt haben, du magst viel Wissen haben, aber du wirst trotzdem kein bedeutendes Leben leben. Nur wenn du viel Leben einfängst, wenn du eine große Blase bist, dann ist es bedeutsam. Wenn du einen großen Körper hast, sehen dich andere Leute vielleicht an und sagen, er ist sehr groß. Aber in deinem Inneren wird das nicht die Erfahrung sein. Wenn du ein großes Gehirn hast, denken die Leute, oh, er ist sehr klug. Aber in deinem Inneren wirst du kein bedeutsames Leben haben. Nur wenn du eine riesige Menge an Leben in dir einfängst, dann, wenn du hier sitzt, einfach wenn du hier sitzt, ist es auch nur zu fantastisch. Wenn es so ist, ob du deine Augen öffnest, deine Augen schließt, ob du etwas tust, etwas nicht tust, macht es für dich eigentlich keinen Unterschied. Nur dann wirst du in der Welt leben, als ob du kein eigennütziges Interesse hättest. Denn was du tust oder nicht tust, was dir passiert oder nicht passiert, bestimmt nicht die Qualität deines Lebens. Das ist der Moment, in dem wir dir wirklich vertrauen können, nicht wahr? Ansonsten wissen wir nicht, warum du die Operation durchführst. Ich meine, diese Fragen sind aufgekommen, nicht wahr? Kann ich euch einen Witz erzählen? Ein Mann ließ sich operieren. Ein Mann musste sich einer Operation unterziehen und so ging er zum Arzt. Der Arzt sagte, es spielt sich in den Vereinigten Staaten ab. Also sagte der Arzt, es wird dich $36.000 kosten. Dann sagte er, Herr Doktor, das kann ich nicht bezahlen. Ich habe keine Versicherung. Dann sagte der Arzt, keine Sorge, du zahlst 3.000 pro Monat. Der Patient sagte, aber das sieht wie eine Bezahlung für ein Auto aus. Du weißt schon, eine Ratenzahlung, um ein Auto zu kaufen. Der Arzt lächelte und sagte, ja, ich kaufe ein Auto.